Diese Präsentation von Übersetzern, das geht natürlich jetzt erst so seit in den letzten 30 Jahren der Blick der Öffentlichkeit ein bisschen ein anderer geworden ist. Man nimmt Dass den man, einzelnen Übersetzer ja. wahr und hört auch zu, was dessen Stimme, spezifische Stimme ist. Ne? Herzlich willkommen zu Hansa Rauschen, dem Literaturpodcast des Hansa Verlages. Mein Name ist Florian Kessler. Hier sprechen alle 2 Wochen Lektorinnen und Lektoren mit Menschen aus der Welt der Bücher, mit Schreibenden und Lesenden, mit Leuten von anderen Verlagen und aus dem Haus. Es geht um alles, was in Bücher passt und außenrum passiert. Und das ist wirklich nicht wenig. Willkommen zu einer neuen Ausgabe von Hansa Rauschen, bei der 2 Frauen ins Gespräch kommen, die bereits viel und oft miteinander gearbeitet haben. Rosemarie Tietze ist seit Jahrzehnten eine eminent wichtige Stimme des literarischen Übersetzens. Unter anderem war sie die Initiatorin und lange Zeit Vorsitzende des Deutschen Übersetzerfonds. Im Gespräch mit Tatjana Michaelis erzählt sie von ihrer Lebensbewegung hinein in andere Literaturen und Sprachen. Und das war in ihrem Fall ganz besonders die Bewegung nach Russland. Neben vielen anderen Autorinnen und Autoren hat sie unter anderem 2009 Tolstois Anna Karenina für Hansa Neu übersetzt. Vom Lesen dieses Buches als junge Studentin und dann dem Weg bis zu anderer Prosa Tolstois, die ihr in diesen Jahren sehr am Herzen liegt, geht das Gespräch und noch viel weiter. Mit Tatjana Michaelis, unserer Lektorin für internationale Literatur, hat Rosemarie Tietze unter anderem den lange Zeit vergessenen Autor Gaito Gastanov wiederentdeckt und übersetzt, dessen Phantom des Alexander Wolf 2012 erschien und viel diskutiert wurde. Viel Spaß mit dieser wunderschönen Folge von Hansa Rauschen. Bei mir ist Rosemarie Tietze, die berühmte Rosemarie Tietze, Literaturübersetzerin aus dem Russischen, von vielen Autoren, von Andrei Bitov bis Tolstoi, von Boris Schütkow bis Gaito Gastanow und andere, die ich jetzt gar nicht alle nennen will, mit allen Preisen versehen, die man, glaube ich, als Literaturübersetzer bekommen kann. Johann Heinrich Voss-Preis, Celan-Preis, Münchner Übersetzerpreis und so weiter, aber auch mit dem Bundesverdienstkreuz. Und ich glaube, das ist ungewöhnlich für Literaturübersetzer. Und das hängt damit zusammen, dass du dich so sehr für die Sache der Übersetzer eingesetzt hast. Mit deiner politischen Rolle auch. Genau. Das ist ja nun auch sehr, sehr interessant. Du bist die Initiatorin und langjährige Vorsitzende des Deutschen Übersetzerfonds. Du hast beim VDÜ eine wichtige Funktion gehabt, du hast beim Freundeskreis. Wir kommen auf diese verschiedenen Institutionen später noch zu sprechen. Außerdem machst du bis heute sehr regelmäßig, veranstaltest du Übersetzerseminare zur Fortbildung des Nachwuchses, der jungen Übersetzer. Du hast 2 Gastprofessuren gehabt und. Es gibt sehr viel, worüber wir reden können. Ich freue mich, dass wir uns darüber unterhalten. Wunderbar. Herzlich willkommen. Danke. Ich würde gerne mit dem Anfang anfangen, nämlich wie du zum Literaturübersetzen gekommen bist und vielleicht noch weiter vorne, warum gerade das Russische, warum hat dich gerade das Russische so fasziniert, dass du gesagt hast, ich will im Russischen soll mein Berufsfeld liegen. Also ich hatte in der Zeit der Pubertät und den Jahren danach, war das Theater für mich die große Liebe. Und ich habe dann auch angefangen, nach dem Abitur Theaterwissenschaft zu studieren. Und da hatte ich also zunächst als Nebenfächer Philosophie und hatte auch sogar mit dem Französischen angefangen. Denn ich stamme aus der Ortenau, aus Oberkirch, und da blickt man in die Rheinebene auf Straßburg. Und dann ist natürlich das Französische sehr naheliegend. Das wäre geschenkt gewesen. Du wolltest es ein bisschen schwieriger haben. Und das fand ich dann eigentlich schon noch im ersten Semester viel zu wenig exotisch. Mhm. Ja, das ist, ja, also wenn das so vor der Haustür liegt, was soll's, ne? Und ich hatte aber im Hinterkopf, immer schon eigentlich von klein auf die Idee, irgendwann mal lerne ich Russisch. Wobei ich das gar nicht wusste jetzt, warum und sowieso. So, irgendwann mal lerne ich Russisch. Und als ich dann nach den ersten 3 Semestern in Köln in Wien 2 Semester weiter studiert habe, und in Wien war in der damaligen Zeit, also Bundesrepublik, DDR, Westen, Osten, Kalter Krieg, in Wien war sehr viel mehr Osten.
Ah, da war man offener für als in Westdeutschland. Ach, ja, interessant. Da ist man sehr viel mehr mit Kulturerscheinungen aus diesen osteuropäischen Ländern konfrontiert worden. Und da habe ich dann auch angefangen, Russisch zu lernen. Und von Wien aus bin ich auch zum ersten Mal nach Moskau gefahren. Also das war wirklich diese Schiene. Und diese erste Bekanntschaft hat sich dann beim weiteren Studium in München fortgesetzt. Da bin ich dann tatsächlich bei der Slawistik auch geblieben und habe mich weitergebildet im Russischen. Das ist jetzt mit Vorsicht ausgedrückt, weil der Weg da beim Russischen schon ziemlich lang ist, bis man da... Die Sprache ist ja nun besonders schwierig. Ja. Es gibt mehr Fälle, als es bei uns gibt. Ganz genau. Es gibt ein anderes Temposystem. Es fängt an mit einem anderen Alphabet. Ja. Man muss sich ja ganz anders da einarbeiten. Ja. Die Hürde liegt doch sehr viel höher. Und da hatte ich ein sehr großes Glück, muss ich jetzt im Nachhinein in der Rückschau sagen. Und zwar, als ich dann für ein Jahr im Austausch nach Moskau kam, und das war schon ein ganz hochgestochener Wissenschaftleraustausch, wofür ich also das Projekt einer Dissertation eingereicht habe, weil Studentenaustausch, das gab es alles noch nicht. Ja, das war damals noch gar nicht, mit dem Osten nicht möglich. Nee, gar nicht möglich. Und als ich dann nach Moskau kam, an die Deutsche Theaterakademie, weil Theaterwissenschaft war dort an der Theaterakademie. Da habe ich wirklich von der hiesigen Russisch-Didaktik etwas unterfüttert, aber nicht so richtig in Gänge gekommen, sehr wenig Russisch gekonnt. Und darum habe ich dann das Russische übers Ohr gelernt. Und das kommt mir sehr entgegen, habe ich dann gemerkt, dass ich die Sprache aus der Sprache lerne. Das merkt man wahrscheinlich heute noch am Rhythmus deiner Prosa. Und wenn man ein gutes Ohr hat für eine Sprache, dass sich das auch dann beim Übersetzen niederschlägt. Unbedingt, weil ich gehe sehr, also ich fahre richtig ab auf Texte, die einen bestimmten Rhythmus haben, die unter Umständen gesprochene Sprache in die Prosa einbauen und so weiter und so. Das ist wirklich, also diese Affinität, die hat sich dann auch beim Russischlernen bewährt in Moskau. Und als ich dann später zurückkam, wusste ich, ich will diese Kultur irgendwie hier rüberbringen. Was war das dann vornehmlich? Die Literatur, die Prosa oder war es auch ein politisches, kulturelles Interesse? Politisch überhaupt nicht. Überhaupt nicht. Ich glaube, das Theater hat eine... Das Theater natürlich. Das Theater war damals unglaublich aufregend in Russland, weil man saß sozusagen richtig nervös zitternd in den Aufführungen, speziell jetzt zum Beispiel von dem Taganka-Theater, weil dort die Aktualität zwischen den Zeilen abgehandelt wurde. Ah, der doppelte Sinn praktisch. Wunderbar. Ja, also das war immer so auf der Grenze des gerade noch Erlaubten und das war wahnsinnig spannend. Ja. Ja. Und gleichzeitig habe ich eben dann so russische Literatur im Original zu lesen begonnen. Also zum Beispiel Anna Karenina war das zweite Buch. Schon was ich damals? Ja, ist ja toll. Weil ich dann in der U-Bahn, ich hatte einen sehr weiten Weg ins Zentrum in der U-Bahn, saß ich dann immer mit Anna Karenina. Und hat mich schon damals begeistert. Und als ich dann zurückkam eben nach München, war mir klar, ich muss dabei bleiben. Irgendeine Art von Vermittlung, sei es Theater, sei es Literatur. Und es war mir dann von Anfang an klar, dazu brauche ich einen Brotberuf. Das war das Dolmetschen. Und das war das Dolmetschen. Ah, drum hat es mit dem Dolmetschen praktisch angefangen. Ja. Aber die langfristige Perspektive war damals schon von Anfang schon an in Literatur. Ja. Ah, ja. Na, und dann irgendwann, da war ich dann schon gegen Ende 20 und habe bereits länger in diesem Beruf auf beiden Ebenen gearbeitet, ist mir dann auch irgendwann klar geworden, warum ich Russisch unbedingt mal machen wollte, sozusagen als Nachkriegskind. Also ich bin in den letzten Kriegsmonaten geboren und meine Mutter hatte meinen Vater nur erst sehr kurz gekannt, die waren sehr kurz verheiratet gewesen und sie hat ihn eigentlich insofern, als er die ganze Zeit Soldat war, auch
wenig kennengelernt. Mhm. Und darum hat sie dann von dem Vater fast nie geredet. Der war eines Tages vermisst, kam keine Nachricht mehr. Und was ich von dem Vater wusste, war nur im Dialekt der Satz, ah, der ist in Russland bliebe. Ach. Mhm. Mhm. Offenbar daher. Mhm. Und das hat dann einen Stachel bei dir angepflanzt, dass du gesagt hast, da will ich mehr. Aber das war mir wirklich nicht bewusst die ganzen Jahre. Ja, ne? Kam dann irgendwann aufgrund von einem vergleichbaren Fall plötzlich, habe ich kapiert, wo das herkam. So ungefähr. Naja, und ich muss sagen, ich fühle mich sehr wohl mit dem Russischen. Und das Übersetzen dieser Theaterautoren, hat es mit denen, waren die ersten Dinge, die du in der Literatur übersetzt hast, Theaterstücke? Oder? Ziemlich früh, aber jetzt nicht das allererste. Ne? Mhm. Also das war jetzt nicht auf Theaterstücke konzentriert von Anfang an. Ich habe allerdings bei dieser Theaterbegeisterung, muss ich sagen, ich habe irgendwann mal in so einem Kindertagebuch, wo ich 11 oder 12 war, habe ich dann später gefunden, dass da drin steht, ich möchte mal Übersetzerin. Das ist toll. Eine sehr frühe Ahnung. Ja. Und das habe ich dann wieder vergessen. Bei wenigen Menschen, dass es so zielstrebig ist. Ich wollte Tierärztin werden. Ich bin Lektorin geworden. Das war ein weiterer Weg. Das ist ein weiterer Weg. Nein, ich meine, ich habe das auch vergessen gehabt. Ich wollte unbedingt zum Theater dann zwischendurch. Mhm. Ne? Also, so. Und dann so hat sich alles gefügt. Hat sich das gefügt. Ja. Und um auf deine Autoren ein bisschen mehr einzugehen. Also es ist ja noch nicht so lange her, dass Bitov gestorben ist. Ja. Und da habe ich damals sehr an dich gedacht, weil ich dachte, wenn man so viel vom Werk eines Autors übertragen hat, den Autor so gut gekannt hat, du bist die deutsche Stimme von Bitov, das ist ja nochmal eine ganz andere Beziehung, ein ganz anderes Verhältnis als von irgendjemandem sonst. Ja. Ja, ja. Nee, das war im Dezember wirklich, das war ein Einschnitt. Und es war auch gut, dass ich hinfahren konnte zu der Trauerfeier. Mhm. Und dann auch sowohl die Trauerfeier im Schriftstellerverband wie auch in der Kirche und so. Das war notwendig, notwendiges Abschiednehmen. Ein Ritual, das einem dann auch selber hilft. Ja. Damit umzugehen. Und vom Ende zurück vielleicht auf den Anfang geblickt, wie bist du überhaupt an diesen Autor gekommen? Ja, das war sehr spannend. Und zwar war eins von Bitovs Büchern auch wieder zufällig. Noch in den 70er Jahren, ich glaube sogar erste Hälfte 70er Jahre, ist mir das in die Finger geraten, sein Buch über Armenien. Mhm. Ja? Und ich habe das gelesen und war restlos begeistert. Und zwar also einmal auch durch die Sprache, er baut Sätze, er baut seine Prosa immer sehr stark vom Mündlichen her. Es sind komplizierte es ist ein sehr komplizierter Text oft, aber es hat so eine Schwingung des Mündlichen immer drin. Ja. Ja? Und das hat mich schon mal sehr angesprochen und dann auch die Thematik von diesen armenischen Lektionen, die ich als erstes gelesen habe, und zwar da fängt er an mit dem armenischen Alphabet, er kommt in das Land, es ist ja eine Republik in der Sowjetunion noch in der damaligen Zeit, also gar nicht Ausland, aber er kommt dahin, wo anders gesprochen wird, wo ein anderes Alphabet herrscht, eine andere Kultur herrscht und er beobachtet. Mhm. Er beobachtet die Fremde. Mhm. Und wie er mit der Fremde umgeht, das war sozusagen die Lösung für meine eigenen Probleme. Mhm. Wie gehe ich mit diesem fremden Russland um? Wie beziehe ich, also nicht die Lösung, aber das war so ein Weg. Ein Parallelfall, an dem man es sieht und erkennt. Und genau, und das hat mich sehr, sehr fasziniert. Und Hast du das Buch dann nach Deutschland empfohlen? Damals? Nein, dann war das schon in der DDR übersetzt. Ah. Ja, und
Gut, aber aufgrund dieser Lektüre bin ich dann irgendwann im Schriftstellerverband, das war dann Ende der 70er Jahre, sagte mir Aksjonow, mit dem ich mich da getroffen habe, von dem ich also meine erste große Prosa dann übersetzt habe. Das war Aksjonow. Ja. Mhm. Und wir haben uns getroffen im Schriftstellerverband, dann sagt er, da hinten sitzt Biethoff. Dann sage ich, den muss ich kennenlernen. Ja. Und habe dann verschämt gesagt, als Aksjonow das in die Wege geleitet hat, zu Biethoff, ich will sie übersetzen. Mhm. Ja, ja, gut, okay. Ja. Eine Telefonnummer gekriegt. Und es hat dann von Ende der 70er Jahre bis 1990 gedauert, bis das erste Buch rauskommt. Also russische Literatur braucht lange. Ja, ja. Ja, bis das erscheint. Es war nicht nur die sprachliche Hürde hoch, sondern auch hier das Interesse zu wecken und bis das Interesse gewachsen ist. Und hast du den Eindruck, es wird jetzt wieder schwächer, das Interesse? Ich glaube, ich muss gerade mal noch zu den armenischen Lektionen zurückkehren, weil tatsächlich da gab es so eine Brücke. Und zwar ist dann mal in einem westlichen Verlag sind die armenischen Lektionen erschienen. Da hat er dann noch einen Text dazu geschrieben, den ich übersetzen konnte. Und dann konnte ich Anfang der 2000er Jahre eine Neuübersetzung bei Surkamp machen. Also ich bin tatsächlich bei den armenischen Lektionen dann gelandet. Ja, sehr schön. Ja. Wie siehst du insgesamt dieses Verhältnis zu Osteuropa? Da ist ja viel passiert, gerade in den 90er Jahren und Anfang 2000er Jahre. Und irgendwie habe ich das Gefühl, es ist jetzt bedauerlicherweise wieder etwas stiller geworden. Wir haben wieder etwas weniger Ahnung. Ja. Und eigentlich müsste man was dafür tun, dass dieses Interesse wieder genährt wird. Unbedingt, ja. Ich bin ziemlich verärgert eigentlich über die Medienreaktionen in dieser Richtung. Ja. Es ist sowas von einem schematisierten Russlandbild, das derzeit herrscht. Ja. Es gibt eigentlich immer nur diesen Putin und es gibt immer nur das autoritäre System und so weiter und so fort, was ja alles stimmt. Ja. Da wollen wir ja gar nichts dagegen sagen. Aber es gibt derzeit ein sowas von spannendem Kulturleben und hat kein Mensch eine Ahnung davon. Mhm. Ja. Mhm. Es gibt aufregende Ausstellungen. Ja. Es gibt ein Theaterleben, also ganz großartiges Musikleben. Ja. Zum Beispiel das Diaghilev-Festival in Perm. Mhm. Nur ein Beispiel, weil jetzt schon 10 Jahre stattfindet. Ja. Direktor Theodor Kurenzis. Den kennt man, seit er in Salzburg als Star dirigiert, seit er in Stuttgart das Orchester übernommen hat. Aber dass der schon seit Jahren in Perm dort ein tolles Theater leitet und dieses Festival leitet, das weiß man überhaupt nicht. Ja, und es hängt dann oft so an den einzelnen prominenten Vermittlern, die was transportieren können. Gut geklappt hat es bei den Klassikern, nicht? Ja. Also ich meine, deine Anna Karenina ist ein großer Bestseller geworden und das ist ja nicht selbstverständlich, nachdem es vorher schon 20 Übersetzungen gab. Wie hast du das erlebt, diesen Durchbruch der Anna Karenina? Hast du damit gerechnet, dass das so gefragt ist? Nee, das habe ich natürlich nicht. Ich hatte, gut, wenn du an so ein Projekt gehst, hast du eigentlich nicht viel Vorstellung davon, was jetzt der Leser damit anfängt. Ja. Sondern das war so eine schwere Entscheidung, mich dazu durchzuringen, dass ich das mache, weil ich hatte dem Verlag was anderes von Tolstoi vorgeschlagen. Und dann kam die Antwort, nee, zuerst die großen Romane, also Anna Karenina. Und da ich wirklich lange Bedenkzeit gebraucht, kann ich Tolstoi gleich mit Anna Karenina anfangen. Mhm. Ja, so sehr ich den auch schon lange übersetzen wollte, aber das ist natürlich einschüchternd, sehr klar. Na klar. Magst du irgendwas aus den Details dieser Arbeit erzählen? Welche Schwierigkeiten? Also ich habe dann wirklich selber für mich erstmal irgendein Kapitel aus der Mitte oder so übersetzt, habe dann geguckt, was andere Übersetzungen da geschrieben haben
und habe gleich gemerkt, das klingt anders, wenn ich das übersetze. Und habe aufgrund dieses wirklich sehr punktuellen Vergleichs gesehen, das könnte was werden, wenn ich das auf meine Art und Weise das übertrage. Das ist das, was man den eigenen Ton eines Übersetzers nennt. Ja. Ja, und das ist natürlich dann immer die Schwierigkeit, dass der eigene Ton nicht zu selbstständig wird, sich nicht so verselbstständigt regelrecht, sondern dass er auf etwas trifft, was der eigene Ton des Autors ist und dass das dann sozusagen eine zusammenfließt in eines. Ne? Und das ist das genau das. Und ich muss auch sagen, ich bin während der Arbeit immer wieder überrascht gewesen, wie sehr meine Fassung anders klingt. Also man kann sich jetzt nicht irritieren lassen, indem dass man immer in andere reinguckt, sondern ich habe immer nur mal verglichen, wenn ich schon ein Kapitel fertig hatte. Ja. Das geht sonst nicht. Mhm. Sonst lässt man sich von anderen beeinflussen und das wollte ich ja gerade nicht. Aber auf jeden Fall diese Art und Weise, dass ich so sehr stark auf Rhythmus und Melodie geachtet habe. Ich glaube, dass das die Spezifik auch wieder von dieser Übersetzung ist. Und dann kam eben noch hinzu, dass die letzte ungefähr 50 Jahre zurücklag, die letzte Übersetzung. Und damals wurde einfach noch viel weniger als heute auf diesen Satzfluss, den Stil, auf die Genauigkeit geachtet. Ja. Das war einfach mehr ein Nacherzählen damals, als man das jetzt heute machen würde. Und von daher klang das eben wirklich anders. Ja. Wir haben ja hier die kleine Tradition, dass wer zu einem solchen Gespräch zu uns kommt, auch ein Buch mitbringt, das ihm besonders am Herzen liegt. Und der Tolstoi hat dich ja nicht losgelassen. Du hast ja jetzt noch ein ganz besonderes Buch von Tolstoi übersetzt, Krieg im Kaukasus. Vielleicht magst du darüber noch ein bisschen was erzählen. Ja, ich habe jetzt gerade mir überlegt, als ich eben über die armenischen Lektionen gesprochen habe, dieser Krieg im Kaukasus, das war das von Tolstoi, was ich seit Jahrzehnten machen möchte. Seltsamerweise hat niemand das bisher so zusammengefasst. Also Tolstoi hat zu Beginn seiner Schriftstellerkarriere über den Kaukasus geschrieben und am Ende. Ja. Sein letztes großes Prosastück, Hadji Murat, geht auch wieder über den Kaukasus. Mhm. Also der Kaukasus hat ihn sein Leben lang begleitet. Und er hat dort angefangen zu schreiben und so weiter und so fort. Und er hat diesen Hadji Murat mit unglaublicher Mühe in den letzten Jahren immer wieder umgeschrieben. Und es gibt also viele Leute, die das für sein bestes Prosastück sogar halten, diesen sehr, sehr trockenen, nüchternen, puritanischen Stil von dem Hadji Murat. Und für mich habe ich dann gemerkt, ist es deshalb auch so interessant, nicht nur, weil es den Tolstoi auf eine etwas unerwartete Weise zeigt, sein Leben zusammengespannt, in dieses Thema, eingespannt in dieses Thema Kaukasus. Also das sind verschiedene Texte. Verschiedene Texte. Das ist nicht ein durchgeschriebenes Buch. Das sind verschiedene Texte, die er in verschiedenen Phasen seines Lebens geschrieben hat. Ganz genau. Krieg im Kaukasus ist kein Titel von Tolstoi. Ja. Ja, sondern fasst das zusammen, was er da gemacht hat. Und es ist vergleichbar mit meinem Interesse damals von den armenischen Lektionen. Und zwar mit Tolstoi erschließe ich eine fremde Region. Und der Kaukasus interessiert dich besonders, berührt dich besonders? Jetzt hat aber gerade Tolstoi das dort so wunderbar vorgemacht, wie man sich verhält gegenüber diesen zahlreichen Sprachen dort, gegenüber den anderen Traditionen und so weiter und so fort. Und das kommt alles in diesem Buch wieder zusammen. Meinst du, dass das Buch auch für die heutige Situation im Kaukasus etwas, also auch für die politische Situation, für das, was jetzt da los ist, einen Aufschluss gibt? Dass es unbedingt. Dadurch auch unbedingt besonders interessant ist und man es lesen sollte? Also es erschließt die ganze Region, jetzt mal ganz abgesehen von den künstlerischen Qualitäten, erschließt es diese ganze Region und macht verständlich, was es heute noch an Konflikten dort gibt. Mhm.
Sozusagen von der Vorgeschichte her. Aber wie recherchiert man sowas? Also gerade die historischen Konflikte, da musst du ja auch in Bibliotheken gegangen sein und alles Mögliche gelesen haben, um den Hintergrund, den zeitgeschichtlichen Hintergrund zu rekonstruieren. Das gehört in dem Fall dazu natürlich. Ich habe also für dieses Buch sehr viel kommentiert, langes Nachwort geschrieben und habe auch zweimal eine Woche im Tolstoi-Museum in Moskau gearbeitet, in der dortigen Bibliothek, habe mir vieles dort sagen lassen und bin auch selber im Kaukasus gereist. Weil das brauche ich sehr stark. Ich brauche die direkte Anschauung für die Dinge, die ich über Russland mir bewusst machen muss. Bei unserem gemeinsamen Autor Gastanow auch? Gastanow war doch auch, also die Eltern stammten aus dem Kaukasus und Gastanow war immer wieder in Ferien im Kaukasus und bei dem jetzt auf Deutsch als zweiter erschienenen Roman bei dem Abend bei Claire, da schreibt er ja kurz drüber, ja, wie er beim Onkel in Kislowodsk war. Und da bin ich auch nach Kislowodsk gefahren. Und habe mir das dort angeguckt. Das sind dann so witzige Dinge. Also außer dem Gesamteindruck, den man dann bekommt, dass da von den roten Alleen im Kurpark die Rede. Und kein Mensch könnte mir sagen, wieso rote Alleen? Warum sind die rot hier? Ich bin da hingefahren, war völlig klar. Da gibt es in der Gegend viel Sandstein und auf den Wegen lag zermahlener Sandstein. Ah ja. Schlicht und einfach. Aber wenn du das nicht gesehen hast, dann kannst du das nicht erkennen. Du denkst, es sind die Bäume oder irgend so was. Aber es war gar kein Herbst und so weiter und so weiter. Also solche Dinge. Und dann hat mir auch ein dortiger Heimatforscher hat mir dann geholfen, so ein bisschen das Aussehen von Kislowodsk in der damaligen Zeit, wo ich so etwas Zweifel hatte, das zu rekonstruieren und so. Und das ist etwas, also diese direkte Anschauung, die ich finde, die braucht man. Es sind ja nicht Wörter, die man umsetzt, sondern es sind Bilder. Ja. Für mich gehört der Gastanow ja zu den schönsten Erfahrungen meiner Lektoratszeit, weil ich ja immer mal schon von den Namen gehört hatte, mich aber nie darauf so richtig einlassen konnte, mochte. Mhm. Und dann kamst du eines Tages und hast gesagt, kennst du das Phantom des Alexander Wolff? Und da gibt es eine alte Übersetzung, eine französische aus den 50er Jahren, die ist vielleicht nicht so toll, aber du kannst auf diese Weise das Buch kennenlernen. Ja. Und dann war ich vollkommen begeistert von diesem Buch. Und es war so ein exemplarischer Fall, wie man durch eine Übersetzerempfehlung einen Autor entdeckt. Und das wurde ja dann auch ein großer Erfolg, dieses Buch. Und dann kamen die anderen Werke nach. Wie hast du den Gastanow selber gefunden? Ja, ganz zufällig. Ganz zufällig. Also das gehört jetzt auch wieder für meine Vorstellung des Berufs einfach dazu, dass man dann immer wieder ins Land fährt und sich erkundigt, was lesen die Leute dort und so. Auch in den 90er Jahren, späten 90er Jahren, weiß ich noch, sagte jemand zu mir, was, Sie haben noch keinen Gastanow gelesen? Ja, aber der schreibt doch besser als Nabokov. Oh ja. Das wollen wir doch mal überprüfen. Das kann ja wohl nicht sein, weil ich habe in der Zeit auch einiges von Nabokov übersetzt. Von dem übrigens auch Theaterstücke. Mhm. Ja. Und das sind so diese Abstufungen, hierarchischen Einstufungen, denen ich nie nachkommen würde. Superlative sind sowieso immer gefährlich. Aber er hat mich natürlich beeindruckt, der Gastanow, begeistert, als ich ihn dann gelesen habe. Ja, so einflussreich ist dieses Wirken, aber zu den ganz einflussreichen politischen Sachen möchte ich ja auch noch kommen, wie du dazu kamst, sozusagen einen deutschen Übersetzerfonds zu initiieren, wie du beschlossen hast. Ich versuche mir das persönlich vorzustellen.
Das Übersetzen ist eine stille Tätigkeit, die man unter Ausschluss der Öffentlichkeit vornimmt. Man sitzt Tage, Stunden, Wochen und muss recherchieren, formuliert. Und das, was du sozusagen politisch für die Sache der Übersetzer geleistet hast, ist genau das Gegenteil. Man muss rausgehen, man muss sein Netzwerk schaffen und bespielen, man muss Einfluss bekommen. Und das versuche ich mir vorzustellen, wie das bei dir verlaufen ist. So einsam war meine Tätigkeit ja nie und ich glaube, das hätte ich auch gar nicht gekonnt. Insofern, als ich ja immer einen Brotberuf gebraucht habe. Mhm. Also ich musste Dolmetschen. Ich habe seit schon bald dann in 84, glaube ich, war das, habe ich angefangen zu unterrichten beim Sprachen- und Dolmetscherinstitut, immer einen Tag in der Woche dann. Ah, ja. Und insofern bin ich dann sowieso aus dem Haus. Ich finde das auch gut. Also das wäre jetzt meinem naturell nicht entgegengekommen, dass ich da 7 Tage die Woche allein am Schreibtisch sitze. Mhm. Also ich brauche diesen Austausch. Mhm. Und deshalb habe ich auch sehr früh noch kaum irgendwas war übersetzt von mir. Dann habe ich aber schon im Übersetzerverband mich umgetan und habe was da, eine Funktion übernommen und dort was gedacht. Ich finde es einfach richtig, diesen Austausch, und notwendig. Ja. Ne? Ja. Und da war dann auch mit diesem Brotberuf, aber trotzdem auf die Dauer, wirklich gerade bei so einem schwierigen Autor wie Bierhoff, war das völlig einfach eklatant, wie viel ich da selber meine Übersetzerei subventionieren muss, mit anderen Einkünften. Weil du so viel Zeit brauchst, ja, dass du niemals mit einem normalen Seitenhonorar, ja, hinkommen kann. Also ich kann mich erinnern, ich habe in den 90er Jahren bei einem großen Bierhoff-Werk, Mensch in Landschaft, habe ich das mal ausgerechnet, und da hätte das Übersetzerhonorar ungefähr ein Drittel der Arbeitszeit abgedeckt. Mhm. Und auch wenn du dann trotzdem durchkommst irgendwie mit diesem Brotberuf und Dolmetschen und so, trotzdem, es ärgert einen. Ja. Ja, das ist, ja, wieso? Ne? Und da war mir eigentlich schon in den 80er Jahren war mir klar, es müssen 2 Dinge passieren. Es müssen einmal Abmachungen getroffen werden, dass die Übersetzer nicht nur ein Seitenhonorar bekommen, sondern auch noch eine andere Art von Honorar bekommen. Das ist das eine, jetzt was die Verlagsseite betrifft. Und das zweite war dann, es muss die Literaturübersetzerei in das System der staatlichen Förderung aufgenommen werden. Also das war mir ziemlich klar. Ich habe es dann über den Freundeskreis und über Unterstützungsverein erstmal probiert, den ich 94 übernommen hatte, durch Spenden Geld einzunehmen. Das hat für Übersetzung überhaupt nicht funktioniert. Ja. Also es war hoffnungslos. Und dann habe ich gemerkt, ich kann ja, das ist so ein winzig kleiner Förderverein, aber ich war da Präsidentin. Ein schöner Titel. Und da habe ich als Präsidentin so Werberunden gemacht bei öffentlichen, ah ja, und so weiter und so fort. Und richtig Gelder eingebaut? Nein, sondern gesagt, also da muss was passieren, das geht so nicht. Und dann war das Wichtigste, war, dass ich den Jürgen Becker vom Literarischen Kolloquium dazu gewinnen konnte. Und wir haben dann zusammen das Ganze angestoßen und zunächst mal 2 Konferenzen gemacht, wo alle sagten, ja, wieso, gehen Sie doch ans Wirtschaftsministerium oder irgendwo. Ja, dann müssen Sie sich an Verlage wenden. Aber irgendwie blieb das dann hängen, und dann haben wir 97 den Deutschen Übersetzerfonds bereits als Verein gegründet, hatten noch keinen Pfennig Geld. Und dann war, glaube ich, der entscheidende Coup in dem Fall, dass ich als Präsidentin den Bundespräsidenten eingeladen. Ah ja. Ja, so, mutig. So, von Präsidentin zu Präsident. Okay. Ja. Und dann war das zweite Wunder, er kam tatsächlich. Ja. Welcher Präsident war das? Roman Herzog. Herzog. Ja. Und nicht nur das. Also ich meine, als ich die Zusage bekommen habe vom Bundespräsidialamt, war ich ein
Wochenende lang völlig, also um Gottes Willen, was mache ich jetzt? Das sind die protokollarischen Anforderungen. Genau. Gut, das ist ja nicht jetzt mal, das Baden-Württemberg, das ist deren Problem, das ist nicht mein Problem. Und so war es dann natürlich auch. Aber das nächste Wunder war dann, dass tatsächlich Roman Herzog auch eine Rede gehalten hat, wo er auf diesen Skandal hinwies, wie das mit den Übersetzer-Honoraren ist. Ne? Und dann bei dieser Veranstaltung, da wurde der Wieland-Übersetzerpreis in Biberach verliehen, das war der Ort. Und da habe ich dann die Gründung des Übersetzerfonds bekannt gegeben. Und mit dem Zitat von Herzog bin ich dann wieder hausieren gegangen. Wieder einen Schritt weiter. Ja. Und dann kam im Jahr drauf wirklich so ganz langsam das erste Geld. Und heute ist alles etabliert. Staatliche Gelder. Wunderbar. Und es hat ja auch, es hat ja nicht nur Geld gegeben, sondern es hat ja auch zum Ansehen der Übersetzerzunft und der literarischen Übersetzer speziell sehr beigetragen. Also ich weiß, in den fast rund 30 Jahren, die ich das jetzt hier mache, dass man damals wurden Übersetzer in den Rezensionen noch fast nie erwähnt. Genau. Und das ist doch jetzt sehr viel mehr etabliert, kommt immer noch vor, dass man es vergisst, aber es ist doch ins Bewusstsein ganz anders eingedrungen, dass die auf der Website stehen, dass sie und so weiter. Was sind für dich die größten Fortschritte oder Erfolge dieser Jahre? Also das ist diese einmal, dass wir jetzt wirklich über den Übersetzerfonds Stipendien in nicht nur so winziger Höhe, sondern wirklich ordentliche Stipendien bekommen können, wir Übersetzer. Und ich muss sagen, das haben mir schon einige gesagt, also sie hätten von wirklich guten Kollegen, ich sagte, das hat sie so frustriert, diese finanzielle Situation, sie hätten aufgegeben, wenn nicht. Also das war schon ganz wichtig. Und es gehört eben zum Übersetzerfonds auch dazu, dass er als zweiten großen Bereich Fortbildung macht. Ja. Für bereits arbeitende Literaturübersetzer. Das ist aber, wenn es vom Übersetzerfonds ausgeht, etwas anderes als die Seminare, die du machst? Nee, das sind diese Seminare. Sind diese Seminare. Ja, das kann auch jetzt inzwischen von anderen Geldgebern, aber das wurde so groß initiiert. Es gab auch vorher schon mal so ein Bertelsmann-Projekt von in Strahlen und so. Aber jetzt so durchgängig macht das der Übersetzerfonds, dass er diese Seminare in Strahlen oft oder auch an anderen Orten finanziert. Und das heißt, du hast dich nach und nach dann sozusagen aus den Führungsgremien eher verabschiedet und machst mehr bei den Übersetzerseminaren selber? Ja. Ich habe also nach 12 Jahren Übersetzerfonds war einfach Schluss. Das ist so aufreibend gewesen. Und Präsidentin gewesen. Freundeskreis und Vorstand VDÜ und das war ja doch eine ganze Reihe. Also irgendwann mal ging es überhaupt nicht mehr. Offiziellen Ämtern. Ja. Aber die Seminare machst du weiterhin? Ja, die Seminare mache ich weiterhin mit großer Begeisterung. Und wobei man sagen muss, also eine Besonderheit, also ich werde immer wieder gefragt, ja wieso, das sind ja nicht nur Russisch-Seminare, nee, es sind selten Russisch-Seminare oder es sind selten Kollegen dabei, die aus dem Russischen übersetzen. Also das Zentrale ist, glaube ich, bei dieser Entwicklung, wir haben das etwas hochtrabend genannt im Übersetzerfonds Akademie der Übersetzungskunst, also diese Akademie, da sind Seminarformen dann entwickelt worden, wo man nicht die Leute nach der Ausgangssprache zusammenfasst. Das kann sein, muss aber nicht, sondern man arbeitet mit einer Runde von 10 oder 12 Kollegen in der Zielsprache Deutsch. So etwas wie das Seminar, wie redigiere ich mich selbst? Ganz genau. Wo man sozusagen über den eigenen Text nochmal drüber geht und es ist egal, ob der jetzt aus dem Niederländischen, Französischen oder Russischen ganz klar ist. Und das war so auch eine Erkenntnis von mir, jetzt nicht von Anfang an, aber dann mit der Zeit, und das bestätigt sich wirklich immer wieder, wenn man von außen aufs Übersetzen schaut, dann sieht man natürlich vor allem die Schwierigkeit, wie analysiere ich die Originalsprache, wie verstehe ich die, wie bekomme ich von der Originalsprache möglichst viel mit. Ja. Völlig okay.
Aber wenn ich eine gewisse Erfahrung habe im Übersetzen, dann verlagert sich die Schwierigkeit. Mhm. Dann verlagert sich das Ganze auf die Zielsprache. Den deutschen Stil. Wie formuliere ich das, was ich da alles erkannt habe auf Deutsch? Ja. Und irgendwann mal komme ich drauf, ich muss eigentlich, wenn ich ja nun Profi sein will und bleiben möchte, ich muss weiter Deutsch lernen. Ich muss meine aktiven Deutschmöglichkeiten immer wieder aufpolieren, immer wieder erweitern. Und das sehe ich jetzt nach wie vor so, dass das eigentlich die Hauptsache ist, dass ich immer mehr im Deutschen für eine ganz lebendige Sprachbeherrschung sorge. Wenn das jetzt historische Texte sind, also bei Tolstoi weiß ich, dass du mal erzählt hast, du hast viel Fontane gelesen Zeit, weil da eine ähnliche Gesellschaftsschicht, eine ähnliche Sprache. Aber wie ist das, wenn es jetzt um die Gegenwart geht? Kann ich ja das genauso machen. Also es gibt, inzwischen nenne ich das Einlesen. Ich muss mich einlesen für die Bücher, an denen ich arbeite. Mhm. Und gerade wenn ich zum Beispiel sowas wie jetzt Tolstoi mache, auch beim Krieg im Kaukasus war das so, versuche ich, alle deutsche Literatur aus anderen Zeiten zu vermeiden. Mhm. Ja, dass ich sozusagen... Dass du getränkt bist mit, ja, genau, mit der Sprache und mit dem Duktus und mit der Denkweise dieser Zeit. Dass ich da so mir die nötige Nahrung sprachlich... Man lebt dann in der Welt und drückt sich auch eher so aus, als wenn man jetzt parallel ganz moderne Sachen lesen würde. Aber nochmal zu den Erfolgen mit der Arbeit für die Sache der Übersetzer. Mhm. Es gibt sicher Dinge, die du dir noch wünschen würdest bei allen Fortschritten. Was wäre noch sozusagen was offen ist und was jetzt auch die Frage, gibt es Nachfolger, die das übernehmen, so wie du das jetzt ins Leben gerufen hast? Welche nächsten Aufgaben stünden da an? Ja, natürlich, der Deutsche Übersetzerfonds existiert ja nach wie vor und wächst und wächst. Ja. Das ist, glaube ich, wirklich in einem sehr guten Zustand jetzt. Und woran ich jetzt zurzeit zum Beispiel knoble, das ist wirklich jetzt so ein Seminarprojekt, was ein Experiment wäre. Wie kann ich meine Sprachfähigkeit, meine Sprachenergie auch befördern durch nichtsprachliche Übungen? Mhm. Also Rhythmus, Musik, Melodie, Musik und Sprache. Mhm. Also da bin ich jetzt zurzeit am Knobeln, was man da heranziehen könnte. Das würde ich sehr gerne machen. Das mache ich auch vielleicht. Na, erstaunlich ist ja auch, du hast gesagt, also die Seminare konzentrieren sich auf die Zielsprache, auf die deutsche Ausdrucksweise und Kraft. Aber überraschend ist ja auch, dass du zum Beispiel Übersetzer gefördert hast, die aus dem Georgischen übersetzen. Ja. Oder jetzt sogar das Armenische kommt auch wieder zurück. Ja, kommt an. Anfang kommt zu sprechen. Genau. Das ist ja nicht ganz einfach, wenn man die Ausgangssprache nicht kann. Das war in dem Moment nicht ganz einfach oder aus dem Grund nicht ganz einfach, weil die Leute, die da bei mir in den Seminaren, den georgischen Seminaren saßen, Anfänger waren. Mhm. Ne? Also bei Anfängern ist natürlich die Analyse der Ausgangssprache noch ein Problem. Ja. Ja? Und da musste ich sie jeweils immer dazu anleiten, dass sie sich gegenseitig geholfen haben, ja, weil das konnte ich in dem Georgischen nicht. Und das ging dann so weit, dass du es irgendwann nicht mehr lassen konntest und selbst Georgisch. Ja, ich habe also Anfänge habe ich gelernt, aber wirklich nur Anfänge. Und Ähnliches hat sich jetzt seit letztem Herbst angebahnt für das Armenische. Mhm. Und auch da, aber Leute, die dann übersetzen da drin, die sind ja alle dieser Ausgangssprache mächtig. Ja. Und da kann ich dann inzwischen schon vom deutschen Text sagen, so,
Da stimmt was nicht. Da müsst ihr jetzt gemeinsam euch über den Originaltext beugen und da mir liegt, mal erklären, da liegt wo liegt der Hund begraben. Ja, das geht mir und als Lektor kennst du ganz auch ähnlich. Ja, dass man, genau. Dass man unsicher ist, wenn man die Ausgangssprache nicht vergleichen kann und doch in einer Vielzahl von Fällen genau da drauf tippen kann und sagen, hier ist irgendwas ist schief. Und, stimmt nicht. Lieber Übersetzer, bitte, liebe Übersetzerin, bitte guck nochmal, was da nicht richtig gelaufen ist. Also genaues Lesen entdeckt da sehr viel. Ja, ja, ja. Du präsentierst ja auch deine Autoren, nicht nur die Lebenden, sondern die Toten. Und das ist ja nun auch nochmal eine Besonderheit, dass du richtig große Lesereisen für Tolstoi gemacht hast, für Gastanow gemacht hast, wo du praktisch den Autor ersetzen musst, weil wir den nicht mehr befragen können. Und du hast eine Reihe initiiert, auch im Literaturhaus München, Übersetzerprofile, wo Übersetzer vorgestellt werden. Ja, das ist also die Lesung und das ist etwas, was ich wirklich sehr, sehr gerne mache. Da kommt wiederum die Theaterbegeisterung zurück. Ja, das ist so mit der Präsentation. Das hat damit Das hat wirklich etwas damit zu tun. Sowieso sehe ich, muss ich vielleicht noch nachtragen, sehe ich sowieso mein Übersetzen, als eine Mimesis. Mhm. Ja, ich ahme nach, was der Text vorgibt. Mhm. Also du schlüpfst in die Maske und sprichst mit der Stimme und kann man sich gut vorstellen. Und von daher ist mir dann auch das Vortragen und Präsentieren nah. Ja. Ne? Ja. Und das glaube ich, dass diese Art der wechselnden Vorstellung von einem Text, dass man also wechselt zwischen Erzählung, wie ging das, wie bin ich an den Auftrag gekommen, was habe ich da gemacht und so weiter, unser Hintergrund, Textstücken und so, das kommt eigentlich ganz gut an. Mhm. Und das andere, was du erwähnt hast, diese Präsentation von Übersetzern, das geht natürlich jetzt erst so seit in den letzten 30 Jahren der Blick der Öffentlichkeit ein bisschen ein anderer geworden ist. Man nimmt den einzelnen Übersetzer wahr und hört auch zu, was dessen Stimme, spezifische Stimme ist. Ne? Mhm. Und dadurch kam das zu dieser Serie, die, glaube ich, ganz gut angenommen wird. Die gibt es im Moment nur in München, aber... Nee, die gibt es im Moment nicht mehr. Also das sind aber... Man könnte die ja an anderen Orten ganz genauso... Ja, also das waren, ich glaube, wenn ich mich recht erinnere, über die Jahre so 24 Abende, wo Übersetzer vorgestellt wurden. Ja. Mhm. Und dann gibt es noch die Gastprofessuren. Ja, und das ist ja nun nochmal was ganz anderes als eine Präsentation. Die Präsentation kann ich sozusagen aus der Stimme des Autors quasi entwickeln, aber die Professur ist ja sozusagen der theoretische Untergrund, die Analyse dessen, was da gemacht wird. Das ist ja eine wissenschaftliche Herangehensweise ans Übersetzen. Ja, aber ich gehe natürlich in beiden Fällen von der Übersetzungspraxis aus, bei den Gastprofessuren. Und das ist jetzt bei dieser Schlegel-Gastprofessur im Sondi-Institut, die eben auch vom Deutschen Übersetzerfonds finanziert wird, ist es ja auch so intendiert. Mhm. Also, dass man wirklich die Praxis reinbringt in einen solchen Studiengang, literaturwissenschaftlichen Studiengang und ein bisschen eben einen anderen Blick auf Texte. Und das war dann schon eine Mischung aus Theorie und Praxis, wie das damals ablief. Aber ich versteige mich nicht in translatologische Höhen, die lehne ich ab, sondern das sind dann eher verständliche, theoretische Texte oder mal ein Stück Wilhelm von Humboldt oder mal ein Stück Trabant oder Weinrich oder so. Also nicht Nein, und das Ziel ist ja wahrscheinlich auch wieder eher anderen Übersetzern eine Hilfestellung zu geben, Lesern eine Verständnishilfe zu geben, als jetzt sozusagen Theorie um der Theorie willen. Ja.
Ja. Und die andere Geschichte, die ich am Deutschen Literaturinstitut in Leipzig gemacht habe, diese Gastprofessur, da hatte ich also zwei Übungen, einmal übersetzen, ne? Und das andere habe ich genannt Mikrostilistik. Mhm. Ja? Also, dass ich dann mit den zukünftigen Autoren, ähnlich wie ich das auch mit Übersetzern machen soll, in ganz kleinen Abschnitten, am Satz. Und wer, am Prädikat. Wer saß dann da? Und ja, künftige Autoren. Künftige Autoren, ah, okay. Ja. Ja. Am Satz arbeite, bis hin zu so schlichten Dingen, dass ich mit ihnen besprochen habe, welche deutschen Wörterbücher, einsprachigen Wörterbücher war es leisten. Hilfreich sind. Oder ich sie so zum Grimm bekehrt habe. Mhm. Ja, und solche Dinge. Also wirklich auch ganz praktisch, praktische Stilistik. Übungen, ja. 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 Und eine, vielleicht zum Schluss noch eine sehr, sehr einfache Frage. Wann du jetzt diese Seminare machst, was würdest du heute einem angehenden Literaturübersetzer am meisten ans Herz legen? Worauf muss er am meisten achten, sei es in seinem Leben, sei es in seiner Arbeit, sei es in seiner Technik? Was sind dir sozusagen die wichtigsten, als Pädagogin, die wichtigsten Anliegen da? Also erstens mal in seinem Leben. Ich verweise immer darauf, dass man besser noch ein anderes Standbein hat. Mhm. Ja? Das ist das eine. Sonst ist man zu sehr von der Situation abhängig und muss unter Umständen Aufträge annehmen, die man nicht mag. Und so sollte man sich den Beruf nicht vermiesen. Kaputt machen. Ja? Also man braucht, um sich wirklich mit der Übersetzerei identifizieren zu können, muss ich manövrierfähig sein. Mhm. Genau, brauche ich eine gewisse Freiheit. Das ist das eine. Und das andere wäre, wir haben schon davon gesprochen, man darf das Übersetzen nicht so als einsamen Beruf ansehen, ja, sondern unbedingt den Austausch suchen mit Kollegen. Und es gibt inzwischen so viele Möglichkeiten, die es, als ich angefangen habe, alle noch nicht gab. Ja. Ja. Und mit Freuden in Seminare gehen. Man kann, das ist an dem Beruf so toll, man kann immer weiter lernen. Ja, das sieht man ja auch an dem, wie du erzählst, wie vielseitig das überhaupt ist. Man stellt sich das vielleicht als Laie viel eingleisiger vor. Mhm. Und man kann ja daraus offensichtlich ganz wahnsinnig viele Dinge entwickeln. Ja. Das fand ich jetzt sehr, sehr spannend. Nur noch eine ganz kleine private Frage zum Schluss. Wie wird aus Rosemarie Tietze Masche? Das ist, als ich das Jahr in Moskau war, kam ich zurück und das war Anfang der 70er Jahre und habe mir natürlich als erstes eine Wohngemeinschaft in München gesucht, wie sich das damals gehörte. Und dann sagten alle, Rosemarie, viersilbig, das geht doch überhaupt nicht. Und dann haben wir eine Abkürzung gesucht und ich sagte, ja, da steckt Marie drin. Und eine der, es gibt ja im Russischen so viele Diminutive und so viele Abwandlungen von Namen. Und eine der Abwandlungen wäre Mascha. Und das hat die anderen dann sofort überzeugt. Und dann und dir hat es auch immer gefallen. Ja, denn wir kennen dich eigentlich nur noch als Mascha. Ja. Und die Rosemarie taucht nur in offiziellen Dokumenten auf. Genau. Ganz vielen Dank. Es war hochinteressant und hat große Freude gemacht. Ich bedanke mich auch. Das war es für heute mit dem Podcast Hansa Rauschen. Das waren viele Worte für viele interessante Dinge. Bis zur nächsten Folge und danke fürs Zuhören.